Daniel, was liest du da? Das hier? Das ist das neue Buch von Like Germans, zum Deutsch lernen. Das heißt German Easy Reader for Beginners. Neues Buch? Und was steht da drin? Das Buch besteht aus 25 Kurzgeschichten, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Die Geschichten sind ähnlich aufgebaut wie unsere Videos. Zu jeder Geschichte bekommt ihr eine Zusammenfassung, eine Vokabelliste mit Übersetzungen der schwierigsten Wörter auf Englisch und außerdem ein Quiz, mit dem ihr überprüfen könnt, ob ihr alles verstanden habt. Also Leute, das ist unser neues Buch German Easy Reader for Beginners. Wenn euch unsere Videos schon auf diesem Kanal gefallen, dann werdet ihr es lieben. Ihr könnt es ganz einfach bei Amazon bestellen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Heute werde ich meinen Eltern von meinem Traum erzählen. Heute werde ich meinen Eltern von meinem Traum erzählen. Ich bin jetzt mit der Schule fertig und habe mir Gedanken über meine Zukunft gemacht. Ich bin jetzt mit der Schule fertig und habe mir Gedanken über meine Zukunft gemacht. Die anderen wollen eine Ausbildung machen oder studieren. Ich habe andere Pläne. Die anderen wollen eine Ausbildung machen oder studieren. Ich habe andere Pläne. Solange ich noch jung bin, kann ich Risiken eingehen. Ich möchte YouTuber werden und online Geld verdienen. Solange ich noch jung bin, kann ich Risiken eingehen. Ich möchte YouTuber werden und online Geld verdienen. Ich werde jetzt zu meinen Eltern fahren und ihnen sagen, dass ich YouTuber werden möchte. Ich werde jetzt zu meinen Eltern fahren und ihnen sagen, dass ich YouTuber werden möchte. Ich bin sehr gespannt, wie meine Eltern reagieren werden. Hoffentlich ist meine Mutter damit einverstanden. Eigentlich war mein Plan, Medizin an der Universität in Berlin zu studieren. Ich bin sehr gespannt, wie meine Eltern reagieren werden. Hoffentlich ist meine Mutter damit einverstanden. Eigentlich war mein Plan, Medizin an der Universität in Berlin zu studieren. Aber das rennt ja nicht weg. Studieren kann ich in ein paar Jahren immer noch. Aber das rennt ja nicht weg. Studieren kann ich in ein paar Jahren immer noch. Erst einmal will ich meiner Leidenschaft nachgehen und Videos machen. Erst einmal will ich meiner Leidenschaft nachgehen und Videos machen. So, hier ist das Haus von meinen Eltern. Hoffentlich sind sie zu Hause. So, hier ist das Haus von meinen Eltern. Hoffentlich sind sie zu Hause. Hallo Kevin, wie schön, dass du mal wieder hier bist. Hallo Kevin, wie schön, dass du mal wieder hier bist. Hallo Mama, hallo Papa. Ich freue mich auch sehr, euch zu sehen. Hallo Mama, hallo Papa. Ich freue mich auch sehr, euch zu sehen. Normalerweise kommst du immer unangekündigt, wenn du etwas von uns brauchst. Was ist es dieses Mal? Normalerweise kommst du immer unangekündigt, wenn du etwas von uns brauchst. Was ist es dieses Mal? Also Papa, ich habe mir am Wochenende ein paar Gedanken über meine Karriere gemacht. Was meinst du damit? Wir haben doch schon darüber gesprochen. Du gehst nach Berlin und studierst Medizin, so wie ich damals auch.
Was meinst du damit? Wir haben doch schon darüber gesprochen. Du gehst nach Berlin und studierst Medizin. So wie ich damals auch. Ich möchte aber nicht Medizin studieren. Außerdem will ich kein Arzt werden. Ich möchte aber nicht Medizin studieren. Außerdem will ich kein Arzt werden. Was meinst du damit, Kevin? Ich verstehe dich nicht. Was meinst du damit, Kevin? Ich verstehe dich nicht. Ich will einer anderen Karriere nachgehen. Solange ich noch jung bin, kann ich auch ein Risiko eingehen. Ich will einer anderen Karriere nachgehen. Solange ich noch jung bin, kann ich auch ein Risiko eingehen. Von was für einer Karriere sprichst du denn? Von was für einer Karriere sprichst du denn? Ich möchte YouTube-Videos machen und Leuten dabei helfen, Deutsch zu lernen. Ich möchte YouTube-Videos machen und Leuten dabei helfen, Deutsch zu lernen. YouTuber? Ist das überhaupt ein richtiger Beruf? YouTuber? Ist das überhaupt ein richtiger Beruf? Abgesehen davon ist es viel zu riskant, YouTuber zu werden. Abgesehen davon ist es viel zu riskant, YouTuber zu werden. Das weiß ich, Papa. Aber ich bin noch jung und kann solche Risiken eingehen. Später geht das nicht mehr. Deshalb muss ich es unbedingt jetzt versuchen. Das weiß ich, Papa. Aber ich bin noch jung und kann solche Risiken eingehen. Später geht das nicht mehr. Deshalb muss ich jetzt unbedingt jetzt versuchen. Und wie stellst du dir dein Leben in der Zukunft vor? Und wie stellst du dir dein Leben in der Zukunft vor? Ich hoffe, dass ich viele Abonnenten bekomme und ihnen dabei helfen kann, Deutsch zu lernen. Ich hoffe, dass ich viele Abonnenten bekomme und ihnen dabei helfen kann, Deutsch zu lernen. Und was machst du mit deiner Karriere, wenn das mit YouTube nicht funktioniert? Und was machst du mit deiner Karriere, wenn das mit YouTube nicht funktioniert? Ich werde es 2 Jahre lang versuchen. Wenn es nicht funktioniert, werde ich Medizin in Berlin studieren. Ich werde es 2 Jahre lang versuchen. Wenn es nicht funktioniert, werde ich Medizin in Berlin studieren. Aber dann hast du in deinem Lebenslauf eine Lücke von 2 Jahren. Das kommt bei der Bewerbung nicht gut an. Aber dann hast du in deinem Lebenslauf eine Lücke von 2 Jahren. Das kommt bei der Bewerbung nicht gut an. Heutzutage ist das Ganze normal, Papa. Das Leben ist nicht mehr so wie früher. Einige Unternehmen bevorzugen sogar Bewerber, die etwas anderes gemacht haben. Heutzutage ist das ganz normal, Papa. Das Leben ist nicht mehr so wie früher. Einige Unternehmen bevorzugen sogar Bewerber, die etwas anderes gemacht haben. Ich bin nicht von deiner Idee begeistert, Kevin. Aber ich möchte nur, dass du glücklich bist. Deshalb akzeptiere ich deine Entscheidung. Ich bin nicht von deiner Idee begeistert, Kevin. Aber ich möchte nur, dass du glücklich bist. Deshalb akzeptiere ich deine Entscheidung. Warum gibst du dich so einfach zufrieden? Dein Sohn ist gerade dabei, seine Zukunft zu zerstören. Warum gibst du dich so einfach zufrieden? Dein Sohn ist gerade dabei, seine Zukunft zu zerstören. Bitte beruhig dich wieder, Papa. Das ist meine Entscheidung. Mama hat nichts damit zu tun. Bitte beruhig dich wieder, Papa. Das ist meine Entscheidung. Mama hat nichts damit zu tun. Ich werde mich nicht so einfach überzeugen lassen wie deine Mutter, Kevin. Entweder du studierst Medizin oder du bist in diesem Haus nicht mehr willkommen.
Ich werde mich nicht so einfach überzeugen lassen wie deine Mutter, Kevin. Entweder du studierst Medizin oder du bist in diesem Haus nicht mehr willkommen. Aber das ist mein Traum, Papa. Warum willst du das nicht einsehen? Aber das ist mein Traum, Papa. Warum willst du das nicht einsehen? Kevin, du hast die Möglichkeit, Medizin zu studieren. Diese Chance kriegen nicht viele. Warum willst du sie einfach wegwerfen? Kevin, du hast die Möglichkeit, Medizin zu studieren. Diese Chance kriegen nicht viele. Warum willst du sie einfach wegwerfen? Ich werfe sie doch nicht weg. Ich verschiebe nur meinen Zeitplan um 2 Jahre. Wenn das mit YouTube nicht funktioniert, kann ich immer noch Arzt werden. Ich werfe sie doch nicht weg. Ich verschiebe nur meinen Zeitplan um 2 Jahre. Wenn das mit YouTube nicht funktioniert, kann ich immer noch Arzt werden. Ich bleibe bei meiner Meinung. Du wirst mich nicht überzeugen, Kevin. Ich bleibe bei meiner Meinung. Du wirst mich nicht überzeugen, Kevin. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!